Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Infovideo in voller Montur. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt endlich das Programm wieder aktualisiert. Ich versuche jetzt, bleibt bitte wirklich dabei, weil da geht es jetzt hier um Zukunftspläne und solche Sachen, ne? Was jetzt hier meinen Kanal angeht. Ihr seht jetzt erstmal dann, klickt einfach auf das Banner oder ich hau den Link einfach in die Comments unten rein, dann habt ihr das Programm vor euch. Ich habe jetzt keine Muse dazu, das Riesenprogramm als Zettel da irgendwie jetzt ins Video reinzubasteln. Deswegen einfach auf den Link in Comments klicken oder halt auf meinen Banner, auf meinem Kanal. Da seht ihr dann alles und da seht ihr jetzt erstmal, was aktuell ab dem 13.05. gespielt wird. Das ist dann Cities in Motion 2, Star Trek Age of Empires 2, Anno 2070 und Dark Souls. Ne? Und die Spiele werden aber zumindest in diesem Motion 2 und Star Trek wird nicht sehr lange mehr gehen, also so vielleicht noch so 2-3 Wochen maximal, also könnt ihr sogar vorstellen, dass es eher vorbeigeht. SimCity ist nicht mehr dabei, da werden jetzt sicher einige nicht ganz so glücklich drüber sein. Das liegt aber ganz einfach daran, dass jetzt diese Woche noch dann die Staffel abgedreht ist mit den 4 Großprojekten und ab diesem Moment ist es so, ich kann dann erstmal nichts mehr aus dem Spiel zeigen. Ich habe dann über 100 Folgen released, ich habe nicht gezählt, aber es müssen über 100 sein und denke auch, dass ich da weitestgehend im Spiel alles gezeigt habe und da könnte eine kleine SimCity-Pause nicht schaden, die wird dann halt so lange gehen, das sieht da ein bisschen an EA vor allem, bis da mal was Neues kommt, was Cooles, dass ich euch wieder was Cooles zeigen kann. Ich werde mich natürlich auch umhören, was Mods angeht und so, ob da irgendwas Cooles rauskommt. Sobald da was da ist, bin ich am Start und mache da wieder ein Let's Play dazu, ne? Also, einfach dann vielleicht ein bisschen gedulden für die, die da jetzt hier voll heiß nur auf SimCity sind, so, da wird schon auf jeden Fall irgendwann mal wieder was kommen, wenn es Material geben wird. Okay, jetzt zum wichtigen Teil, zu geplanten Projekten. Da habt ihr jetzt erstmal die Liste, was ich geplant habe. Da haben wir Tropico 4, Quill 2, Remember Me, Company of Heroes 2, GTA 5. Ne? Da muss ich aber nochmal gucken, weil das kommt am 17.09. nur für die Konsolen raus. Und da muss ich, wenn ich das Let's Playen möchte, mir noch separate Aufnahmehardware besorgen. Und die ist nicht ganz so günstig. Ist zu 90% fest, dass ich Let's Playen werde. Ich denke auch, das ist mir einfach das Wert, dass das Spiel wirklich aktuell, sobald es draußen ist, dann euch zu zeigen, weil ich dann auch wirklich Lust drauf hätte. Und ich weiß ja nicht mehr, wann es beim PC kommt. Also zu 90% werde ich es zocken. Dann noch Assassin's Creed 4. Das hatte jemand in Facebook vorgeschlagen. Die Idee fand ich eigentlich nicht schlecht. Und Total War Rome 2 und Elder Scrolls Online, das sind die zwei Spiele, die ich von alleine schon, also darauf freue ich mich am meisten. Da gibt es aber leider noch, glaube ich, noch keinen festen Release-Termin. Elder Scrolls Online, ich will nicht zu viel versprechen, kann aber sein, dass ich auch schon wirklich dann in der Lage bin, sobald die NDA gefallen ist, das Spiel euch zu zeigen. Das kann in einer Closed Beta sein, das kann in einer Open Beta sein, das kann auch sein, wenn das Spiel released wird. Das hängt ganz davon ab, wann die NDA fällt. Ich bin da aber schon seit längerem an jemanden dran, den kenne ich noch ganz früher, aus alten Dark Age of Camelot Zeiten, der arbeitet mit in der Firma quasi, die hinter Elder Scrolls Online steckt und vielleicht kann ich da irgendwas deichseln, dass ich da euch das Spiel schon ein bisschen eher zeigen kann, beziehungsweise ich irgendwie auf jeden Fall erstmal in die Beta reinkomme. Ne? Also, aber mal gucken, kann ja immer irgendwas schief gehen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall, wenn es draußen ist, spätestens dann zocken. Ne? So viel dazu erstmal. Das hätten wir jetzt. Noch irgendwas, genau, wichtig, darum geht es im Endeffekt auch noch. Ihr habt aber die Möglichkeit, weil die geplanten Projekte sind jetzt nicht 100% fest und so, ich werde die, wie gesagt, die meisten Spiele oder eigentlich alle Spiele, die da stehen, sehr wahrscheinlich alle zocken, ja? Aber die ist nicht komplett. Ich habe da nochmal grob rüber geguckt, so was dieses Jahr noch released wird, habe das einfach mit in die Liste reingehauen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, und auch natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, aber jetzt würde ich mich da mal noch mehr drauf konzentrieren, habe da die Möglichkeit, wirklich mit geballter Power in die Comments zu schreiben oder in Facebook, wie ihr wollt, worauf ihr Bock hättet und so weiter. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was in diesem Jahr noch rauskommt, genauso vielleicht ältere Spiele, ich weiß es nicht, was ich zocken könnte. Und wenn das Spiel von mehreren wirklich genannt wird und ich das Spiel selber geil finden sollte, dann spricht nichts dagegen, dass ich Let's Playe. Ne, in diesem Sinne habt ihr jetzt hier die Chance da, auf jeden Fall höre ich da, ich meine, ich lese ja immer alles, aber dann wäre das halt so alles auf einem Fleck und ich könnte besser abschätzen, wovon mehr Leute drauf Bock hätten und so meine ich das. Ne? Alles klar, das hätten wir. Da würde ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Männertag, übertreibt's nicht. Und ja, den Mädels wünsche ich auch einen schönen Männertag. Ich meine, ist ja nicht so, dass man da jetzt hier alleine zu Hause hocken muss. Ja, in diesem Sinne, noch einen schönen Tag, ne? So, Leute.
Und ich verabschiede mich mit meinem super geilen, leuchtenden weißen T-Shirt. Ich glaube, das darf ich wieder rauscutten. Macht's gut. Tschö.